Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Astral Chain. Ja, beim letzten Mal sind wir hier als Aufräumarbeiter losgeschickt worden. Und ja, nun sind wir hier an der Stelle, wo wir damals losgeschickt worden sind, um diesen Homunculus da zu bekämpfen. Und ja, hier sind ein paar Aufträge gewesen, die wir teilweise angefangen haben, teilweise eben nicht. Darunter gehört zum Beispiel auch der hier mit Jin. Und ja, da muss ich einfach mal sagen, die werde ich jetzt nicht mehr weitermachen. Also Jin hat 3 Stück, nämlich, wo wir diese Autos da eben verrücken müssen. Und ja, tut mir leid, aber die werde ich nicht alle machen. Bei... Hier hinten war noch einer. Von ihm hier. Alan. Er hatte auch nur einen und den habe ich gemacht. Zumindest versucht. Ich habe es nicht bestanden. Eventuell schneide ich es auch einfach rein, was ich eben aufgenommen hatte von... Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, das von Jin hat mich ein bisschen aufgeregt am Ende. Hat man ja, glaube ich, schon im letzten Part gemerkt. Wo ich nebenbei mich entschuldigen muss, dass ich in dem letzten Part so ein bisschen aggressiv war. Und ja, ich weiß nicht wieso, aber ich war an dem Tag einfach nach einer Zeit, glaube ich, nicht mehr ganz so gut drauf. Ich glaube, das lag auch ein bisschen an den Kämpfen mit dem Homunculus. Ich hätte da vielleicht einfach mal früher aufhören sollen. Aber auf jeden Fall, Jin hat 3 Aufträge, wovon ich weiß. Den zweiten hatte ich noch gemacht, den dritten hatte ich mal versucht. Aber da dann irgendwann aufgegeben, weil, ja, Gründe halt, ne? Es war einfach nicht meins, tut mir leid. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt einfach deshalb ganz normal weiter in dem Spiel. Und lassen diese Aufträge einfach mal Aufträge sein. I have a feeling we'll have our hands full if we put it off until later. But it's your call. Okay, let's head for the roof. Und irgendwie hört sich der Soundcut schon wieder ziemlich komisch an für mich. Ich weiß nicht, wie es sich in der Aufnahme anhört. Ich hoffe mal normal. Aber jetzt gerade für mich irgendwie etwas seltsam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meine Kopfhörer sind eigentlich ziemlich gut. Und bisher hatte ich ja eigentlich auch sonst nie groß Probleme gehabt mit dem Ton. Also von daher, ich weiß es nicht. Woran es liegen könnte. Na gut, ich habe hier halt bei Konsolen ist es immer so die Sache. Wie man, den Ton aufnimmt. Ich hab's halt über mein PC, den Sound. Weil über die Switch kann ich das Ganze eben nicht machen. Entweder habt ihr dann keinen Ton, dafür ich. Oder ich hab den Ton und... Nee, andersrum. Also entweder ihr habt den Ton, ich nicht. Oder ich hab den Ton und ihr nicht. Und ich will den Ton natürlich auch in der Aufnahme haben. Ist ja klar. Es macht ja keinen Sinn, wenn hier gerade bei Storyspielen, wo eben auch schon mal einiges gelabert wird, das vielleicht auch interessant ist, kein Ton zu hören ist. Das macht das Ganze ja jetzt nicht gerade so toll, ne? Und wie komme ich jetzt da dran, wenn ich fragen darf?
Ich darf wahrscheinlich nicht fragen, also gut. Ui. Okay. Ja, hier sieht's ganz schön übel aus. Dieser Homunculus hat ganz schön gewütet, ne? Schau, ein Hund. Ein Hundipundi, höre ich. Aber ansonsten höre ich hier gar nichts mehr. Außer eben das, was wir einsammeln. Oh, da ist der Hundi. Was hast du denn, Hundipundi? Okay, ich komme hier schon mal nicht rein. Kann ich mit dir spielen? Oh. Okay, da ist ein Portal. Mit ein paar Chimären. Ja. Der letzte Part ist jetzt schon eine Weile her. Von daher können wir jetzt mal wieder ein bisschen kämpfen, ne? Aua. Ja, ich hoffe mal, dass meine Audioaufnahme, also von meiner Stimme, soweit in Ordnung klingt und hier nicht allzu viel übersteuert oder allgemein schlechter Sound ist. Das wäre natürlich nicht gerade schlecht, wenn dem so wäre. Ah, ich habe die Pfeillegion draußen, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollte. Vor allem weiß ich gar nicht, wieso ich die Pfeillegion jetzt draußen habe und nicht die andere Legion, die vorher die ganze Zeit draußen hatte. Aber okay. Nehmen wir es mal so hin. Ja, ich hatte eigentlich die Stimmaufnahmen. Oh nö, ja gut, jetzt lohnt es sich natürlich, die Pfeillegion draußen zu haben. Wegen euch, kleinen Pissnelken. Ja, ich hatte ein paar Probeaufnahmen gemacht. Und da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es sich jetzt schlecht anhören würde. Also man konnte es sich durchaus so geben, denke ich mal. Ich halte das Mikrofon jetzt auch ein bisschen weiter von mir entfernt, als ich sonst gemacht hatte, weil ja, so hat sich eben immer wieder übersteuert. Und das wollen wir natürlich vermeiden, ne? Ist ja klar. Und ich werde es mir, denke ich mal, auch nach der Aufnahme nochmal anhören, wie sich das Ganze jetzt angehört hat. Ich hoffe wirklich, hier übersteuert nichts. Wo kommen die jetzt eigentlich alle her? Ist hier jetzt ein kleiner Boss-Rush oder was ist das hier? Weil hier tauchen ja auf einmal tausende Gegner auf. Das gefällt mir echt gar nicht. Ja, ich sehe es ja mal im Interface auch ab und zu mal, wenn hier irgendwas rot aufleuchtet. Dann heißt es, wir sind im grenzwertigen Bereich. In meinem Aufnahmeprogramm allerdings, in Outer City, schlägt das Ganze eigentlich nicht zu weit. Also, ja, ich bin einfach mal gespannt, ob sich hier jetzt irgendwas rauskristallisiert, dass wir hier eben irgendwas an Übersteuerung oder sonst etwas hören. Oder eben nicht. Dass alles in Ordnung ist. Ich hoffe, zweiteres. Weil, ja, man hat da eben auch so einen kleinen gewissen
Alter, wie viele Gegner tauchen hier denn gerade auf? Das ist ja abnormal hier, ey. Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, also ich will natürlich schon, ja, gute Qualität liefern. Ich bin ja manchmal immer noch unzufrieden, dass ich nur, in Anführungsstrichen, Full HD liefere. Und nicht, wie manche anderen, 4K oder sonst was. Das könnte ich mit meinem Rechner gar nicht machen. Und ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt jetzt Videos in Full HD und 60 FPS bringen kann. Das war vor einer Weile ja noch anders. Da hatte ich nur HD und 60 FPS machen können. Ah, okay. Und jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft. Wird auch mal Zeit. So, und Hunipuni kann jetzt wieder in Ruhe hier rumlungern. Ist das nicht schön? Alles für Hundipundi. Ich bin ja, wie man denke ich mal ab und zu mal gemerkt hat, ein Hundetyp. Hund steht über Katze. Keine Sorge, ihr könnt durchgehen. Liegt vermutlich auch daran, dass ich mit einem Hund aufgewachsen bin und nicht mit einer Katze. Leute, die mit einer Katze aufgewachsen sind, werden da wahrscheinlich was anderes zu sagen. Die werden wahrscheinlich eher sagen, ja, Katzen sind doch die besseren Haustiere. Jedem das seine, aber ja, wie gesagt, für mich sind es eher die Hunde. Hey, I thought you'd never show up. Avery and I have been waiting for 30 whole seconds. Now that you're here, I want you two to start with the corridor towards the back. Let's wrap this up fast and easy, okay? Hmm. Wir sollen jetzt wohl all diese Portale hier schließen. Interessant. Das kann ja was werden. Ach nö, die. In zweifacher Ausfertigung natürlich. Wie soll's auch anders sein? Wow. Hey, hallo. Der Move ist echt über, ne? Kommt mal hierher. Denn hier hat man ein bisschen mehr Platz. Alter! Ja, hallo! Ey, wenn die den Eimer eingesetzt haben, war's das doch, oder? Da kann man doch nichts mehr gegen unternehmen. Weil die einen auch permanent in der Ecke halten dann. Okay, aber wir haben es geschafft. Wenn es denn auch nur diese beiden sind. Was ich irgendwie nicht glauben kann. Ah, nee. Natürlich wieder diese Flattermänner.
Kamera, bleib doch mal an dem Gegner dran. Wie wär's denn damit? Erstmal den Großen auslöschen, denn der ist natürlich am stärksten, ist ja klar. Und entsprechend am nervigsten. Warum? Ja, und ich wollte es gerade sagen, eigentlich sind ja alle Flatterviecher hier in dem Spiel nervig. Ja, und dass man das überhaupt nicht sehen kann, ist natürlich auch immer wunderbar. Weil die scheiß Kamera auch nie hinterher geht. Die folgt den Viechern einfach nicht. Ich glaube, wenn wir ein bisschen Luft haben, warum ist das Vieh jetzt da hinten? Warum versteckst du dich, du kleines Kackding? Und warum schafft er es nicht, das Vieh anzuvisieren? Oder überhaupt mal zu treffen? Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Aber anscheinend ja schon. Und das war es immer noch nicht. Schon wieder der? Zu viele Nervensägen. Kill erst den da. Ich will erst den Flattermann loswerden. Weil ich ihn nicht leiden kann. Oh, da ist noch ein Flattermann. Zu viele Flatterviecher. Und ja, ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen mehr die Umgebung vielleicht für mich verwenden. Man sieht ja diese komischen Kristalle da, die kann man mit der Armlegion zum Beispiel verwenden. Wow. Mann, die Pistole ist einfach so unnötig schwach. Komm doch mal hier runter, du Kackteil. Bitte sag, dass es jetzt gewesen ist. Dankeschön. Ja, und das wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit so weitergehen, ne? Aber man ist ja auch noch... Okay. Man muss das in einer gewissen Reihenfolge machen. Warum auch immer. Dann gehen wir eben als nächstes in dieses Portal. Wenn es denn sein muss, dann machen wir das eben so, wie die es wollen. Ich glaube, hier können wir auch mal eine andere Legion verwenden als die Pfeillegion. Aber wenn ich gerade überhaupt nichts sehe...
Aber ist okay, Spiel. Ist okay. Ganz wirklich ehrlich. Wirklich ehrlich, ja. Warum? Nein. Du sollst nicht mit der Kack-Pistole hier rumschießen, weil die macht keinen Schaden. Ganz ehrlich, was haben die sich an dem Ding gedacht? Eine Waffe, die keinen Schaden macht, nur weil es ein bisschen im Fernkampf ist? Wofür hat man die Pfeillegion? Mit der kann man ebenfalls auch im Fernkampf gehen. Und ich glaube, mit der macht man auch ein bisschen mehr Schaden. Boah, so langsam gewinnt das Spiel hier aber auch manchmal an Nier-Automata-Syndrom. Man verliert einfach den Überblick an den Gegnern. Weil zu viele auf einen Haufen sind. Und das ist gar nicht so gut. Das kann ich euch sagen, das ist nicht gut. Wenn man seine Gegner nicht mehr sieht. Bin ja mal gespannt, wann wieder diese kleinen Pissviecher da auftauchen, die sich im Boden verstecken oder eben die Gegner unbezwingbar machen, solange die nicht ausgeschaltet sind. Weil die fehlen ja irgendwie auch noch die ganze Zeit, ne? Die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Ich meine, ich finde es gut, weil ich kann diese Viecher nicht ausstehen, aber... Ja... Ich fürchte irgendwie, die werden wir trotzdem nochmal sehen. Get wrecked. Okay. Zweites Portal. Da gibt's noch eins. Und hier hinten noch eins. Und hier weiß ich nicht, ob da vielleicht auch noch irgendwas auftaucht. Oder da an dem Hochhaus vielleicht. Hä? Da geht's nicht rein. Doch hier vorne. Hä? Oder muss ich hier erst mit irgendwem reden? Ach so, es soll hier weiter. Wieso das? Geht es da nicht mehr weiter? Muss ich diese anderen Portale dann nicht mehr schließen? I don't understand it. Ach komm, wir können ja auch einfach runterspringen. Ist doch keine Höhe. Warum tue ich die Legion eigentlich immer wieder zurück? Das macht meistens keinen Sinn, weil man sieht es ja bei den ganzen Dingern, die hier rumliegen. Care of the gate first. Let's split up. I'll check this gate out. You take care of Red Matter cleanup and see if there are any more gates. Okay, Leute, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit Astral Chain für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte,
Lasst gerne wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt. Oh, warte mal. Das war auf Zeit. Scheiße. ja, dann mach's mir lieber so. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier die rote Materie beseitigen und nach Portalen gucken und sie hoffentlich schließen können. Naja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.